Ey du, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist früher Morgen. Ich habe gerade gesehen, das PsyOps-Event ist draußen auf dem Live-Server. Deswegen natürlich wieder ein Pack-Opening. Es gibt auch wieder ein Gewinnspiel. Ich sag euch später, wie ihr dran teilnehmen sollt. Die Dinger sind verdammt teuer. Ich habe gerade extrem hart reingecashed. 50 von diesen Teilen kosten einfach 12.500. Naja, was macht man nicht alles für die Klicks? Abonniert übrigens. Wir öffnen jetzt ein paar Kapseln und zwar steht hier dabei, dass eine 2%ige Chance ist, einen Grabbag zu bekommen. Also bei 54 rein mathematisch müssten wir einen bekommen. Mal schauen, wie es aussieht. Wir machen als erstes so ein Honor Orb auf. Ja, nichts Besonderes. Fangen wir direkt an. Thunderlord Orn. Ist hier irgendwas Besonderes drin? Nee. Dark Flame Shyvana. Die Skins sind soweit in Ordnung bisher. Coven Zyra. Hey, das sind alles neue Skins bisher. Voll in Ordnung. Ja, okay. So viel zu neuen Skins. Boys, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch mit den Events aussieht. Ihr wisst ja, ich mache jedes Mal, wenn ein neues Event mit neuen Orbs rauskommt. Oh, Championship Shyvana. Mache ich jedes Mal ein Pack Opening. Das heißt, ich cash in letzter Zeit ordentlich rein. Und die Dinger sind ja mal abnormal teuer. Jetzt will ich ja auch, dass da was Krasses rauskommt. Aber bisher, weder Gemstone noch. Man muss sich nur mal beschweren und schon rattern die Skins. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was ich mir von den Gemstones holen soll. Ich habe fast 30 Stück. Das heißt, ich könnte mir knapp 3 von diesen Skins hier holen. Der neue Hextech 6 ist ja mittlerweile auch da. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich mir da holen soll. Vielleicht Nocturne. Ich spiele in letzter Zeit ein bisschen mehr Nocturne. Aber ich weiß es einfach nicht. Oh, ich habe auch 1000 von diesen Tokens. Kann mir fast schon den Ezreal holen. Damn. So, weiter geht's. Jhin Malzahar, den habe ich tatsächlich. Der ist derbe hässlich. Also so richtig, den habe ich auch. Der ist auch derbe hässlich. Die ganzen alten Skins sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Kleiner Funfact am Rande. Ich habe durch Hextech fast alle Teemo-Skins. Ich bin jetzt nicht stolz drauf, aber ich habe fast alle Teemo-Skins. Warte, ich kann es euch hier mal kurz zeigen. Teemo-Skins. Elfe fehlt mir und Badger und Astronaut. Oh, okay, ich habe doch nicht alle Teemo-Skins. Nevermind, vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich dachte irgendwie, ich hätte fast alle Teemo-Skins, aber dann bin ich ja nochmal erleichtert. So. Mecha Kingdoms Garen. Sexy. Und Hai nun Senna. Oh, puh. Ich glaube, ich habe mir gerade einen kleinen Fleck in die Hose gemacht. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Baby. Jetzt geht's aber richtig los. Frost Queen Jenna. Boys, ich muss euch nebenbei kurz was erzählen. Heute, ich wollte mit dem Hund gerade gehen. Und ihr seht, mein Gesicht ist immer noch ziemlich eingedrückt. Und da war ich gerade 3 Minuten wach oder so, wollte direkt mit dem Hund raus. Ich mache die Tür auf, plötzlich steht da eine Frau da, die was abgeben wollte bei uns hier, so paketmäßig. Und labert mich voll zu. Ich wahrscheinlich sehe aus wie die größte Leiche. Cool Party Furious, nice Skin. Sehe aus wie die größte Leiche und die labert mich zu. Ich so, ja. Ey, ich habe gar nichts mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht mehr schon, was sie gesagt hat. Jetzt sind die Skins echt geil. Und die Frau dachte wahrscheinlich auch nur, was ist das für ein Spasti? Wir haben schon 9 Uhr morgens. Naja, obwohl, da war es noch gar nicht 9. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, wann seid ihr eher so Frühaufsteher oder Langschläfer? Jetzt sind ja gerade Sommerferien, also bei uns zumindest sind noch 2 Punkte. Bitte kein Gemstone, bitte ein Grabback. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig über Gemstones freuen, bin ich ehrlich. Man kriegt ja jetzt auch durch den Pass, durch die Mission kriegt man ziemlich gut Gemstones. Eine Sache, die ich mal kurz machen muss. Vielleicht wird es euch jetzt ziemlich abfacken, aber ich muss die Cam drehen. Das triggert mich, weil jetzt ist links links und rechts rechts. Ich hab's verkackt, das ist meine Schuld. Ruby Zillion, oh je, der sieht aus, als wäre 1915 gezeichnet worden. Bitte kein Gemstone, bitte ein Back. Oh Gott, Dark Crystal Rise. Dieser Skin, Fun Fact,
Ich fand den früher so mega geil. Jetzt gibt's ja den SKT Rise, den Stargardener Rise, aber den hier fand ich früher richtig geil. Ich dachte mir, hey, der Champion ist eigentlich blau und jetzt ist er rot und wirft so mit so roten Kristallen, deswegen fand ich den früher abnormal geil. Aber mittlerweile gibt's halt einfach geilere Skins. Oh, die sieht irgendwie auf dem Splashout gar nicht aus wie Jinx. Aber ich spiele nicht so gern Jinx, deswegen soll mich der Skin nicht kümmern. Arcade Corki, so ein geiler Skin. Wer kann sich noch ans Arcade-Event erinnern? Ich fand die Minions und die Tower sahen so geil aus und die Base auch. Ach, das war so ein richtiges Event, da habe ich richtig gebrannt für. Der Skin ist auch mega geil, aber langsam sollten wir mal so ein Grabbag bekommen. Langsam sollten wir mal so ein Odyssey Kane. Let's fucking go, den hole ich mir. Der Skin ist so geil. Den graden wir direkt ab. Der ist geil. Der ist geil. Wo ist er? Hier. Bevor ich es vergesse, den graden wir sofort ab. Der Skin ist geil. Legendary Skin auf mein Konto. Let's freaking go. So, Boys, ich sage euch jetzt, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und zwar der erste Link in der Videobeschreibung. Normalerweise habe ich es über Kommentare gemacht. Nur fand ich das ein bisschen blöd, weil da auch immer Leute teilgenommen haben, die nicht Abonnent von meinem Channel sind und ich will eigentlich eher was an meine Abonnenten zurückgeben. Deswegen, erster Link in der Videobeschreibung, das ist so, ihr kennt es vielleicht von größeren YouTuber, so eine Giveaway-Plattform. Da könnt ihr teilnehmen. Viel Glück an alle. Das Gewinnspiel wird, glaube ich, in ein oder zwei Wochen aufgelöst. Das steht aber alles dann dort. Steht alles dort. So, die Skins, IG Fiora geht ganz klar, habe ich aber, glaube ich. Die Skins könnten jetzt aber langsam mal so ein Grabbag. Oh, den habe ich doch gerade schon zweimal gezogen. Was ist denn jetzt los? Jetzt möchte ich eine Annie, die schön ein Grabbag auf dem Rücken hat. Fast, das ist Draven. Dragon Slayer Olaf, den Skin habe ich tatsächlich auch. Aber ich bin so einer, ich würde von mir behaupten, ich kann alle Champions relativ solide spielen. By the way, schaut euch meinen Samira Gameplay an. Hab sie getestet, anfangs Schwierigkeiten, dann ging es einigermaßen. Aber Olaf, ich weiß nicht, das ist einfach nicht mein Playstyle. Bei Olaf muss man ja, obwohl man low ist, weiter drauf kloppen. Und mein Gehirn sagt mir, du bist low, das schaffst du nicht, du bist low, das schaffst du nicht. Aber Olaf wird ja umso stärker, umso weniger Leben er hat. Ey, rein mathematisch müssten wir jetzt langsam doch mal so ein Grabbag bekommen. Elementalist Lux! Den muss man nicht upgraden, den kriegt man for free. Elementalist Lux! Oh, Ultimate Skin. Boys, ich hab dreimal den Pulsefire Ezreal gezogen. Und ihr wisst ja, bei Ultimate Skins, wenn man die zieht, dann muss man die nicht upgraden. Die kriegt man for free und ich hab tatsächlich gar keinen Lux Skin. Oh, geil, das hat sich jetzt schon mega gelohnt. Und ich habe einfach dreimal Pulsefire Ezreal gezogen. Das heißt, hat mir einfach nichts gebracht. Nice, Elementalist Lux. Gebt ein Like aufs Video oder schreibt mir in die Kommentare, wenn ich damit mal ein Gameplay jetzt aufnehmen soll. Oh, also jetzt wird der Fleck meiner Hose deutlich größer. Von mir aus muss mir jetzt auch gar kein PsyOps 2020 Grabbag mehr geben. Ich bin völlig zufrieden mit diesem Skin hier. Vom Geld hat sich schon fast gelohnt jetzt. Diese Orbs sind absolut teuer. Oh, Goalkeeper Blitzcrank, vor ein, zwei Wochen hätte ich mich noch über diesen Skin mega gefreut, aber mittlerweile habe ich ihn schon. Oh, und Boys, kauft die Tokens. Harziger Jinx, so viele Jinx-Skins. Kauft die Tokens nicht, die sind zu teuer, wirklich, die sind zu teuer. Aeternum Nocturne, das war die letzte Kapsel, wir haben kein Grabbag bekommen. Ich glaube, wir machen erst die Rerolls und dann machen wir den Grabbag auf. Und zwar müsst ihr für, ach, ich glaube, ich will gar nicht über das Geld sprechen, sonst bräuchte es hier alles. Wir gucken mal, die Skins, die wir schon haben, die werden als erstes gerollt. Schau mal hier, zweimal Union Jack Fiddlesticks. Müllskin plus Müllskin ergibt wahrscheinlich Müllskin. Wir schauen mal rein. Oh, eine Chest hat sich schon gelohnt und ein Key und Debonair Jace. So schlecht ist er gar nicht. Wir machen direkt die Kiste wieder auf. Let's freaking go. Masquerade Evelyn. Ach komm, den hättest du behalten können. So, weg damit. Weg damit, weg damit. Gib mir was Gutes, Boy. Dragonslayer Braum nehme ich sofort. Nehme ich sofort. Ich bin ein ehemaliger, oder eigentlich bin ich Supportman. Jetzt bin ich gar nichts mehr Main. Ich spiele zwar nicht viel Braum, aber der Skin ist nice. Der Skin ist dope. Schon wieder eine Kiste und ein Key. Let's go. Aeternum Nocturne.
Geil! In letzter Zeit spiele ich öfter Nocturne. Alter, was ist das für ein Pack-Open? Der Tag fängt schon mal richtig gut an. Geil! Wir machen direkt wieder die Kiste auf. Oh, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind an Weihnachten. Kiste auf, gib mir was Gutes. Deadly Cannon. Immerhin sind Skins, immerhin keine Champions. Ich habe alle Champions. So, weg damit. Oh ja, toll, den habe ich gerade gezogen. Jetzt kann ich ihn rerollen. Und alles weg damit. Project Lucian, den hatte ich noch gar nicht. Okay, aber der Skin ist geil, versteht mich nicht falsch, aber den werde ich nicht nutzen, da ich die Prestige Edition Form von dem Pulse Fire Lucian war es, glaube ich, habe. Und die ist halt echt, die ist richtig geil. SKT1 Kalista. Spiel keine Kalista, aber der Skin ist auch dope. Hey, die Skin-Ausbeute ist richtig geil. Astronaut Poppy, oh! Oh, langsam ist es kein Fleck mehr. Langsam läuft es mir an den Beinen herunter. Meine Fresse, ist der Skin geil. Alter, wenn es jetzt so weitergeht, ich glaube dann... Snow Day Bart, den Skin wollte ich legit immer haben. Ist sehr geil. Oh, den Miss Fortune Skin, den lassen wir erstmal noch auf der Seite. Den Video ich zuletzt, weil... Naja, ihr wisst schon warum. KDA Evelyn, Alter. Was ist los? Was ist los mit den Skins? Alter, was sind das alles für geile Skins? Also, ich muss gleich meiner Freundin sagen, dass sie nach dem Video erstmal hier den Boden aufwischen darf. Das ist für die Frau. Pro Rider. Oh, Alter. Das ist der geilste Sejuani-Skin. Die reitet auf einem Poro und schleudert mit einem Keks. Was gibt's Geileres? Mecha Kingdoms Garen, den lassen wir auch erstmal noch da. Und Hainu und Senna lassen wir auch erstmal noch da. Das sind so alle Skins, wo ich überlege, ob ich mir die vielleicht eventuell sogar hole. Okay, den Skin hättet ihr behalten können. Und den lassen wir auch nochmal da. Da bin ich mir, bei den allen bin ich mir noch unsicher. Weil es halt alles echt geile Skins sind. Oh, das ist einer der besseren Katharina Skins. Die ganzen Fähigkeiten sind bei der grün. Und wenn sie sich so wirbelt, ist auch grün. Der ist relativ geil. So. Worldbreaker Trundle. Let's freaking go. Oh, Trundle könnte ich auch mal wieder spielen. Jetzt bekomme ich gerade Lust auf Trundle. Komm. Warring Kingdoms Trindamere. Ach komm, wer Trindamere spielt, der kann sich vergraben gehen. Jetzt mal. Was wollte ich eigentlich mit L sagen? Keine Ahnung. Nächster Reroll. Firecracker Jinx. Ich habe mich vorhin schon beschwert, dass so viele Jinx-Skins sind. So, jetzt rerollen wir tatsächlich den Miss Fortune-Skin. Aber das ist ganz ehrlich, das ist auch der hässlichste Miss Fortune-Skin, den es gibt. Sie hat einfach nur eine Mütze auf und sieht aus wie die am Straßenrand für ein Fuffi eine schöne Zeit. Egal, es gucken viele junge Leute meinen Content. Huh. Lassen wir es mal lieber. Battle, oh, hätte ich nicht. Den Skin wollte ich früher immer haben, weil ich habe früher so eine Spam-Poppy-Zeit gehabt. Aber jetzt habe ich Astronaut-Poppy. Jetzt will ich die bestimmt nicht mehr. Wir haben ja noch... Oh, hier sind ja noch ganz viele Skins. Ich habe nicht hochgescrollt. Ich dachte, es wäre schon vorbei. Oh, geil. So ein Glücksmoment gerade. Ey, ich bin so gehypt. Die Skins heute waren einfach nur geil. Die Skins bisher waren einfach nur... Einfach nur Sahnetorte mit Kirsch oben drauf. 100 Orangen Essenzen. Desert Trooper Garen. Naja, der Skin ist ganz in Ordnung. Wir machen den Grabbag auf. Komm, was soll der Geiz? Wir machen den Grabbag auf. Let's freaking go. Star Guardian Zoe. Hey, 9 Sachen. Also wenn es so anfängt, so kann es weitergehen. Odyssey Yasuo, Bruder. Was ist denn hier drin? Ich habe gar nicht geguckt. Pajama Guardian Miss Fortune. Der Skin ist hässlich. Galactic Asia auch hässlich. Vancouver Mumu war früher mega der seltene Skin. Habe ich gehabt, hat mich immer geil gefühlt. Und jetzt kann man den einfach wieder bekommen. Tempest Jenner, oh ja, auch scheiße. Sheriff Caitlin auch scheiße. Project Katharina. Marquis Vladimir, okay. Die Hälfte der Skins war richtig geil. Und dann war die Hälfte der Skins so richtig Müllhalde. Sonst nicht stören, mehr Zeug zum Rerollen. So, der Miss Fortune Skin kommt weg. Der ist. Also wirklich, das ist ein Epic Skin, aber alle Pyjama Guardian Skins, die finde ich einfach nur hässlich. Was ist das? Das ist einfach nur Geldmacherei. Man hat die Star Guardian Skins.
Was haben die gemacht? Die haben den einfachen, richtig unattraktiven Pyjama angezogen und haben den nochmal für 20 Euro verkauft. Was habt ihr euch dabei gedacht? So, nächster Reroll. Star Guardian Jinx. Ich red von Star... Ich red von Star Guardian. Der Skin ist geil. Die schießt damit zu kleinen Viechern. Der Skin ist richtig geil. Oh, Jungs. Ich weiß, ich bin gerade richtig gehypt, aber bei so einem Opening muss man gehypt sein. Pentakill Yorick. Wenn ihr einen Pentakill sehen wollt, dann schaut in mein zweitletztes Video oder mein drittletztes Video des Lucian Gameplay. Pentakill Yorick ist ein ganz solider Skin. So, der Poppy-Skin kommt weg, der Zoe-Skin kommt weg und der Katharina-Skin kommt weg. Ja, so entscheide ich mich. All-Star Akali. Dreckskin. So. Ein Reroll will ich noch. Den hier machen wir weg. Den hier machen wir weg. Und den hier machen wir weg. Let's go. Snowday Malzahar. Find ich gar nicht so scheiße. Und zwar, ich erzähle euch kurz, warum ich den nicht so scheiße finde. Ich spiele gern Aram zum Aufwärmen und ich bekomme da relativ oft Malzahar. Ich finde den da einfach nur krank. Und der ganze Hintergrund ist ja so weiß mit Schnee und sonst was. Und wenn man diesen Skin da drauf spielt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es vielleicht schwer zu erkennen ist, wo jetzt der Virus ist und wo nicht. Deswegen finde ich diesen Skin gar nicht so scheiße. Das war's auch schon. Boys, wir haben keine Rerolls mehr. Oh, jetzt bin ich gerade richtig traurig, weil das war so ein geiles Pack-Opening. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein geiles Pack-Opening. Wir schauen uns kurz die Ausbeute an. Yo, ihr seht jetzt schon. Pff, Alter, wir haben insgesamt 1, 2. Wie viel sind so eine Reihe? Ne, 1, 2, 3, 8. Sind immer 5, oder? Ja, 13, 18, 23 Skins rausbekommen und... Richtig geile Skins. Ich sage euch kurz, über welche ich mich am meisten freue. Der hier, ganz klar. Der hier, absolut. Aeternum, Renocturne, mega geil. Poppy, mega geil. Den Bart-Skin, oh. Da, ja, oha. Und sonst, am Star, den Star Guardian Jinx Skin freue ich mich auch noch mega, obwohl ich Jinx nicht wirklich spiele. Aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Schaut in den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Ich wünsche euch allen viel Glück. Danke, dass ihr es angeschaut habt. Und lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr neu seid. Wir sehen uns im nächsten Video, wie immer. Und tschüss mit dir. So, das Video ist jetzt vorbei. Schaut doch noch in ein anderes rein. So, und wenn ihr schon dabei seid, haut doch noch ein Like und Abo rein. Was immer das auch ist. La 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 la